kleinen Traditionsverein der Borussia Mützow und 1860 München. Grüße aus der bayerischen Landeshauptstadt, unsere Gäste, Grüße Daniel Birovka und ebenso herzlich begrüße ich unseren Trainer Marco Antwerpen. Und wie gehabt in dieser Reihenfolge starten wir mit den Kommentaren zum Spiel. Bitte, Herr Birovka. Ja, danke. Allgemein war es ein sehr intensives Fußballspiel, was natürlich auch den Platzbedingungen ein bisschen geschuldet war. Beide Mannschaften haben wir sehr zweikampfbetont gespielt, viel auf die zweiten Bälle. In der ersten Halbzeit, glaube ich, hatten wir die gefährlichen Situationen vom Tor, auch mit dem Lattenschuss, aber auch Münster war immer wieder gefährlich. Gerade bei Standards und bei den Einwürfen musste man immer höllisch aufpassen. Und vor allem, wenn sie da mal den zweiten Ball gewinnen, haben sie dann auch sehr viel Qualität dann vorne mit ihren Stürmern und auch mit den Spielern, die nachrücken. Deswegen haben wir auch das System gewählt, um das einfach ein bisschen einzudämmen und auch gut auf die zweiten Bälle zu kommen. Ich denke, dass allgemein die zweiten Bälle 50-50 verteilt waren. Dementsprechend war das gut, was wir gemacht haben. Auch die Einstellung war gut, die Zweikämpfe waren gut. Zweite Halbzeit war es dann, fand ich, noch wilder. Dann ging es nur noch rauf und runter. Aber beide Mannschaften hatten wieder Situationen, wo sie den Angriff zu Ende hätten spielen können. Aber dann auch die falsche Entscheidung getroffen haben. So, danke. Ich hoffe, dass ich jeder verstanden habe. Bis jetzt. Und dementsprechend geht das 0-0 auch in Ordnung, glaube ich. Danke.